Ja, herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema Spiritualität und Gesundheit in der Wirtschaft. Bevor ihr gleich nochmal kurz unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgestellt bekommt, möchte ich erst die Person vorstellen, die sie euch vorstellen wird. Das ist nämlich die Stefanie Bittner. Steffi ist ganz kurzfristig angereist. Na, kurzfristig eigentlich, es war geplant, kann man beruhigen, es war geplant. Aber sie kam direkt aus Südafrika heute Morgen mit dem Flieger. Ich habe ein bisschen Sonne mitgebracht. Genau, das kann man sehen, dass du Sonne mitgebracht hast. Strahlst sie immer noch aus. Und genau, die Hautfarbe ist entsprechend. Also, du strahlst in alle Richtungen, nach links und nach rechts und nach vorne. Und ich werde noch ein paar Worte zu dir sagen. Die Stefanie hat nicht nur hier in Bad Meinberg die Business-Yoga-Lehrer-Ausbildung absolviert, sondern seinerzeit auch ein BWL-Studium. Da ist sie nicht die Einzige. Es sitzt noch jemand auf dem Podium, verrate ich aber noch nicht, wer, der mal BWL studiert hat. Und sie hat recht schnell gemerkt, da sind nicht alle Bedürfnisse erfüllt worden. Also die spirituelle Komponente hat ihr gefehlt, hat sie gesagt im Vorgespräch. Vielleicht auch ein Grund, warum du Yogalehrerin geworden bist. Du bist aber nicht nur Yogalehrerin, sondern eben auch Life-Coach und Moderatorin. Und als solche triffst du wohl immer wieder auf Menschen, die du gerne zum Nachdenken anregen möchtest. Sie hat es so schön gesagt. Ihre Aufgabe oder ja, das, was sie an der Aufgabe fasziniert, ist, Menschen sinnstiftend in Unruhe zu versetzen. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wen und wie du hier jemanden oder ja, vielleicht alle vier in sinnstiftend in Unruhe versetzen möchtest. Viel Vergnügen. Vielen lieben Dank, Hans-Peter, für die charmante Vorstellung. Om Namah Shivaya, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Du hast es gesagt, Gesundheit und Spiritualität in der Wirtschaft. Und da kann man bestimmt auch ein bisschen Unruhe stiften. Da gehe ich ganz stark von aus. Und ich habe vier charmante, sympathische Podiumsdiskussionsteilnehmer links und rechts neben mir sitzen. Die stelle ich gleich nochmal vor. Eine Podiumsdiskussion kann ordentlich Unruhe stiften. Es wird gleich darum gehen, nicht zu lange sein Statement kurz zu fassen zu den Sachen, die wir an Fragen haben, nicht nur ich, vielleicht auch untereinander. Und so für die letzte halbe Stunde möchte ich gerne die Fragen auch ins Publikum geben. Was mir ganz wichtig ist, auch vom Publikum, von mir, aber auch untereinander, dass wir uns ausreden lassen. Manchmal merkt man schon, man möchte irgendwas dazu sagen, weil man entweder genau der gleichen Meinung ist oder wenn man denkt, so, nee, das passt überhaupt nicht zu dem, wie ich das sehe, dass wir das wirklich, dass wir dem Raum geben, aber tatsächlich so eine Antwort von einer halben Stunde wäre arg lang. Dann stelle ich Sie mal vor, die Dame mit in der Runde, Hanka Sat-Wandkauer. Schön, dass du da bist, Hanka. Ja, Hanka ist auch Yoga-Lehrerin, Kundalini-Yoga-Lehrerin und hat gelernt unter Yogi Bhajan. Sie ist aber dazu auch ordentlich kreativer Geist, hat als Illustratorin gearbeitet und ihr ist Meditation, aber auch ja, Heilkunst, meditative Heilkunst sehr wichtig. Kurze Frage, wer war denn bei Ihrem Breathwalk heute dabei? Da. Da habt ihr schon einen Teil Ihrer Arbeit kennengelernt? Und ja, da bin ich gespannt, was wir darüber gleich noch erfahren werden. Sie hat von 1998 bis 2006 als PR-Referentin bei Yogitee gearbeitet und feiert jetzt mit einer wahnsinnig tollen Teemarke schon 10-jähriges Jubiläum mit Harry's Treasure. Ich habe es vorhin nach vorne schon liegen sehen, konnte wieder leckeren Tee ausprobieren. Dort ist sie Gründungsmitglied, Produktdesignerin und auch für die Konzepte zuständig und für das Business Development. Und bei Harry's Treasure geht es darum, Yoga, Kräuterkunde, Naturkost, Design zu einem Produkt zu verbinden, sodass wir Yoga nicht nur
an sich erleben, sondern auch den Genuss erlebbar machen können. Und ich bin gespannt, was sie uns selbst noch erzählt, wie Spiritualität gelebt wird bei Harriet Thrasher. Ich weiß auf jeden Fall, dass unter anderem vor jedem Skype-Meeting wird definitiv gemeinsam schon mal meditiert. Und ob man spirituell sein muss, ob was man mitbringt, das erfahren wir gleich von ihr. Sie ist dazu noch Gründerin der World of Yoga und möchte natürlich ihr Wissen weitertragen an Yoga-Lehrende und an Yoga-Interessierte. Danke, Hanka. Neben mir, zu meiner Linken, Dr. Med Jochen Walert. Da auch die Frage, der Vortrag, ich war ja leider nicht da, wir haben es gerade gehört, ich bin just aus dem Urlaub angereist. Der Vortrag war gestern, richtig? Ich habe ihn leider verpasst. Wer war denn da? Ja. Da ich nicht da war, kann es sein, dass ich bestimmt nochmal Fragen aufgreifen werde. Aber es ist ja mal ganz schön, das nochmal zu wiederholen oder das nochmal komprimiert zusammenfassen, was vielleicht schon im Vortrag gewesen ist und du vielleicht dazu schon gesagt hast. Du möchtest gerne Räume für Spirituelles geben. Gar nicht Spiritualität als etwas Festes und mit einem Namen in der psychosomatischen Privatklinik in Bad Grönbach festhalten, sondern sagen, ich gebe den Raum, dass sich Spiritualität dort entfalten darf. Er selbst ist ausgebildet in psychodynamischer und humanistischer Therapieverfahren. Es gibt so viel mehr, ich lasse es jetzt einfach weg, wir hatten uns eh drauf geeinigt. Und die Klinik gehört zur Unternehmensgruppe Heiligenfeld, Kliniken, die unter einem Deckmantel der Spiritualität geführt werden. Die Privatklinik von Jochen sagt eher, wir möchten gerne an Werte- und mitarbeiterorientierte Ausrichtung leben. Aber wie gesagt, die Räume für Spiritualität sind mehr als da. Dazu erfahren wir gleich mehr. Weiterhin arbeitet er und hat er gearbeitet als Organisationsentwickler, als Coach und möchte gerne oder hat Firmen und Unternehmen aus Krisen herausgeführt und Kulturveränderungsprozesse begleitet und gemeinsam Konzepte fürs betriebliche Gesundheitsmanagement entwickelt. Schön, dass du da bist. Sehr Jochen. Zu meiner Rechten. Uwe Hart, auch schon bekannt. Wer war hier bei den Vorträgen? Oder Vortrag, genau. Du warst auch da. Schön. Ja. Ja, du bist Familienvater und Unternehmer und du bist von der Theaterbühne, das hast du gesagt, in das kosmische Theater eingetreten. Du bist ausgebildeter Schauspieler und hast das hinter dir gelassen, weil dein Weg dich über das Kriya-Yoga zur Meditation geführt hat. Du sagst selbst, du hast keinen wirklichen spirituellen Lehrer, sondern du lässt den Lehrer in dir erwachsen und rauskommen, so dein eigener innerer Lehrer, der wirken darf. Dazu bist du Gründer, Herausgeber und Chefredakteur der Yoga Aktuell und auch Mitinhaber von Yogi Shop, Yogi Star. Ansonsten geht's. Ich auch, dass die Batterie sind. Ich versuche es mal so zu halten. Und Albio mit wirklich 43 Mitarbeitern. Und für dich geht es dabei um meditative Selbsterforschung, Selbsterfahrung und auch da den Rahmen für Spiritualität zu geben und frei entfalten zu lassen. Dazu hören wir auch gleich mehr. Denke mal zu meiner zweiten Rechten, ist ja wahrscheinlich allseits auch bekannt. Herzlich willkommen, Sukane Breetz. Irgendwo hatte ich mal gelesen, als ich mich vorbereitet habe, so 35 Jahre eigene Meditations- und Yoga-Praxis, und dachte, bestimmt schon ein bisschen mehr. Und dann haben wir uns unterhalten, sage und schreibe schon circa 40 Jahre tief eingetaucht in Yoga und Meditation. Und ja, 19, das ist die Batterie. Jens, ist die Batterie, geht besser? Okay. Ja, seid. Hört ihr mich trotzdem?
Dann versuche ich ansonsten. Das macht es ja immer viel spannender. Hm? Was sagt sie jetzt noch? Was kommt als nächstes? Hören wir sie gleich. Seit 1992 spiritueller Leiter und Gründer von Yoga Vidya und das Seminar- und Ausbildungsleiter und Autor von mehreren Büchern. Hat 12 Jahre bei Swami Vishnudevananda gelernt und lehrt in der Tradition von Swami Shivananda und Vishnudevananda. Ja, Yoga Vidya hat so ein bisschen auch seinen eigenen Stil und steht für ganzheitliches und lebensnahes Yoga. Und es gibt 100 Yoga-Zentren und 4 Ashrams hier. Und Bad Meinberg ist das größte Yoga-Zentrum Europas. Und da wir jetzt schon 3 Personen vorgestellt haben und vorhin gab es den Hinweis, dass auch noch jemand neben mir BWL studiert hat, bleibt ja nur noch einer übrig. Auch Sukha hat BWL studiert und hat gemerkt, das ist nicht seine Erfüllung. Kommt aus einer Unternehmerfamilie und hat seinen Weg eingeschlagen, um ja, Aspiranten zu stärken und intensiver in ihre spirituelle Praxis einzutauchen, sie zu motivieren und hinter allem noch einen etwas höheren Sinn zu sehen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sukadev. Meine 4 Teilnehmer für die Podiumsdiskussion. Ihr dürft noch mal gerne. Ja, dann starten wir direkt mal rein. Es gab ja schon einige Vorträge, Unterhaltungen. Was macht Spiritualität in der Wirtschaft? Wie ist es hilfreich für die Gesundheit in Unternehmen? Und ich würde die erste Frage direkt an Sukadev stellen. Ein spirituelles, wir haben gesagt, nicht Unternehmen, sondern ein gemeinnütziger Verein. Wie weit kannst du sagen, ist Spiritualität und betriebswirtschaftliches ja, Unternehmertum miteinander vereinbar? Ich glaube, dass Menschen in der Tiefe spirituell sind. Und wenn ein Unternehmen langfristig existieren will, muss es Sinn stiften, muss es Menschen vom Herzen her verbinden, muss es eine tiefere Mission haben. Und so glaube ich, dass eigentlich Spiritualität in die Unternehmen hineingehört. Wenn es in Unternehmen nur darum geht, Gewinn zu machen, wird auf die Dauer die Unternehmen nie befrieden können. Die Mitarbeiter nicht und sie werden sich abkoppeln. Tiefste Motivation ist die Spiritualität und ich glaube, diese Wirtschaftsordnung, die wir jetzt gerade haben, wo die Spiritualität ausgeklammert ist, das ist nur eine Übergangsphase. Ich glaube nicht, dass das langfristig sein kann. Ja, dann würde ich die Frage direkt an Uwe weitergeben. Ist es denn möglich, also in welchem Verhältnis, kann man das gar nicht sagen, Wirtschaft in einem bestimmten Verhältnis, Spiritualität, geht es aneinander her? Wie könnte man das ja leben? Wie lebt es ihr in deinen Firmen, in euren Firmen? Also bei uns ist das so geschöpft worden, dass erst der spirituelle Gedanke da war, die Geisteshaltung, die Liebe zum Yoga und daraus die Vision entstand, das yogische Bewusstsein in das öffentliche Bewusstsein hineinzutragen. Da ging es mir und meinem Kompagnon, wir haben das zu zweit damals gegründet, gar nicht primär um. Also es hat niemand an irgendwelche Ergebnisse gedacht, an Früchte gedacht, ob wir was damit verdienen können, sondern es war einfach diese Vision da, dass das jetzt zu tun ist und dass in uns auch die Gabe ist, das umzusetzen. Und die Energie und die Kraft war auch da. Und wir konnten auch an den vielerlei glücklichen Fügungen am Anfang sehen, dass das eben so ein ganz guter Weg war. Deswegen kann ich gar nicht sagen, welche Bedeutung Spiritualität jetzt für unser Unternehmen hat, weil das wäre so, wie wenn man den Baum fragt, welche Bedeutung haben deine Blätter oder deine Früchte für dich? Da würde ich direkt an die Frage stellen, ist es denn für jedes Unternehmen möglich, und ich denke da vielleicht auch an Fastfood-Ketten oder ähnliches, Spiritualität im Unternehmen ja, wirken zu lassen? Es ist natürlich möglich. Die Frage ist immer nur, und das habe ich heute Morgen auch schon gesagt, ob wir dem Sisyphus bei seiner Arbeit
bei seiner nimmer endenden Arbeit einfach eine kleine Linderung geben, eine milde Gabe, eine ärztliche, eine heilerische Unterstützung, was auch völlig in Ordnung ist und auch wichtig ist, keine Frage, wenn jemand danach fragt. Die Frage ist nur, möchte der Geist des Yoga in der Tiefe nicht die größere Vision entfesseln? Und die wäre eben, dass wir in unserem Herzen, in unserem Herzbewusstsein, in unserem Liebesbewusstsein anlangen. Und das geht eben nur über, nach meiner Erfahrung, über das Eintauchen in tiefe Räume der Stille. Und was dann geschieht, das weiß man einfach nicht vorher. So kann es auch bei McDonald's zum Beispiel. Ich meine es jetzt nicht ganz, aber ja, das sind die Dinge, an die man dann denkt. Erstmal nicht das spirituelle Produkt. Aber ist es möglich, es fließen zu lassen? Ja, es ist möglich, aber man muss natürlich denken, dass vielleicht die meisten Chefs erstmal sagen, wir wollen einen Nutzeffekt aus den Wirkungen des Yoga erzielen, wir nehmen uns, lösen uns ein paar wirkungsvolle Instrumente heraus, um so das unternehmerische Wachstum, um die Mitarbeiter zu unterstützen, um weniger Krankheitsfälle zu haben. Aber die Frage ist halt wirklich, wenn der Geist des Yoga sich wirklich entfaltet, in seiner Tiefe beginnt ein großer Fluss zu fließen und der kann auch dann die Feste eines Unternehmens durchaus zum Erodieren bringen. Und auf dieses Wagnis muss man sich einlassen. Wir sind gespannt, was noch passiert. Bei McDonald's. Hanka, auch ihr habt ein spirituelles Produkt. Wie ist es bei euch im Unternehmen? Wie wird Spiritualität gelebt? Welche Beispiele gibt es? Ihr bringt das Produkt Spiritualität oder als Produkt schon mit. Wird da noch viel eingeführt oder ist es auch von ganz alleine einfach, dass sich das entwickelt und der Fluss fließt? Ich habe natürlich auch die Frage gestellt, Spiritualität in der Wirtschaft ist so ein großer Name. Und was bedeutet Spiritualität eigentlich? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es weder unsere Firma ist oder noch unsere yogische Haltung oder wenn ich auch 8 Stunden am Tag bete oder meditiere, oder, sondern dass es eine Haltung ist, mit Veränderungen bzw. mit Herausforderungen im Leben umzugehen. Und herausgefordert sind wir alle, egal ob man Yoga macht oder nicht, arm oder reich. Und der Herausforderung zu begegnen und den Spirit etwas höher zu packen sozusagen und nicht herausgefordert zu sein in der Herausforderung und dem Leben mit einem Lächeln zu begegnen, das ist für mich gelebte Spiritualität. Und durch unsere tägliche Praxis und dass wir halt auch meistens, also fast alle praktizieren bei uns Yoga, ist es natürlich greifbarer und unterstützt. Und die Aufgabe ist eben auch, dass wir die Endverbraucher mit unserem Produkt daran erinnern, wer sie sind, oder auch durch das Tee trinken einen Moment von Stille finden. Und das ist natürlich, kann noch sehr weit ausschweifen. Wir benutzen ja die Lehre des Ayurveda. Und Yogi Bhajan hat mal gesagt, so die westliche Medizin oder auch Ernährungswissenschaft kümmert sich gar nicht so doll um die Spurenelemente. Im Ayurveda schon. Und Gewürze sind sehr, sehr wichtig fürs Nervensystem, fürs Blut, für den Stoffwechsel. Und durch den Tee machen wir sozusagen da auch so einen körperlichen Beitrag. Und darüber hinaus ist das Produkt vielfältig designt mit kleinen Weisheiten, die dann auch immer erinnern. Und das natürlich auch nochmal zum anderen Erlebnis. Schön. Wenn ich mich dafür jetzt interessiere, Ayurveda, ich bringe das ich bringe Wissen mit, aber ich bin vielleicht nicht ganz so spirituell. Muss ich, um bei euch zu arbeiten, diese Spiritualität mitbringen? Welchen Raum habe ich da, wenn ich das vielleicht für mich noch nicht so entdeckt habe? Also ich bin ja im Gründungsteam und wir haben ja früher den Yogi gemacht. Das heißt, wir sind schon alle Yogis, aber wir haben über die Zeit sehr viele neue Bewerber und wir haben halt auch selber unsere Grenzen auch gemerkt, dass jetzt ein Mann, der Erfahrung oder eine Frau im Sales hat, also da sind wir total offen und die meditieren auch mit, also jeden Morgen um 10. Also sie lassen sich drauf ein und schauen, was... Ja, das ist überhaupt keine Bedingung. Vielen lieben Dank. Ja, Jochen, wie ist das bei euch?
ist in so einer Privatklinik, wäre jetzt nicht so der erste Impuls zu sagen, dass wir spirituelle Aspekte zum Beispiel mit drin haben. Aber du bist ja mit hier, du hast deinen Vortrag schon gehalten. Also wie lebt ihr das? Wie spirituell ist es? Und kann ich mir das vorstellen? Also es gibt ein paar Räume, die wir für uns dort haben, wie ein Meditationsraum, der frei zugänglich ist. Und für die Mitarbeiter, die können also in ihrer Arbeitszeit dorthin gehen und meditieren. Wenn sie es den ganzen Tag machen, würden wir wahrscheinlich mit ihnen sprechen, aber also sie können. Wir fangen unsere Teamsitzungen an mit einem Gongschlag und einer Stille. Also es gibt so ein paar Zeichen, aber das ist eigentlich nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, dass ich früh in meiner beruflichen Erfahrung oder Entwicklung durfte ich die Erfahrung machen, dass wir Ärzte eben keine Götter sind. Und manche denken das ja, dass sie über Leben und Tod oder über Gesundheit und Krankheit entscheiden können. Und ich durfte sehr früh erfahren, dass wir ja, vielleicht Geburtshelfer, vielleicht Unterstützer, na, am besten ist es eigentlich Wegbegleiter sind, weil wir das nicht machen können, sondern wir können nur den Boden bereiten dafür, dass Leben wächst. Also wir können vielleicht gießen und gärtnern und helfen, dass Gefahren nicht das Leben beeinträchtigt oder sowas. Wachsen muss es selber. Und wenn Menschen zu uns kommen, dann haben die unglaublich viel in ihrem Leben geleistet. Und sie haben sogar, dann sind sie in die Krise gekommen und haben die Größe, zu uns zu kommen und um Hilfe zu bitten. Und wir begegnen ihnen mit diesem absoluten Respekt davor und mit einem großen Wohlwollen, dass die einen Raum finden bei uns, diesen Weg zu gehen. Nicht nur Wohlwollen, sondern mir geht es oft so, ich sehe dann bei den Menschen, wie sie sein können. Ich habe so Bilder im Kopf, wie sie sein können. Und das hilft manchmal. Also was ich sagen möchte, es ist die Haltung, die wir haben. Die Haltung, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit den Patienten umgehen, wie wir unsere Arbeit verstehen. So, dass wir das Wort Spiritualität eigentlich gar nicht im Munde führen, es sei denn, jemand fragt uns, dann schon, aber auch nur dann. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Hanke hat es vorhin auch schon angesprochen, Spiritualität zu fassen. Ich meine, es ist auch für jeden wahrscheinlich noch was Unterschied. Wenn wir jetzt jeden hier im Raum fragen würden, würden wir wahrscheinlich zu mindestens genauso vielen Ideen kommen, und das philosophisch auseinanderzunehmen. Oder wirklich zu sagen, wir nehmen es vielleicht gar nicht in den Mund, weil es in uns allen tatsächlich steckt und wir einfach nur den Raum dafür geben. Was würdest du sagen, wenn wir Spiritualität wirklich leben, was kann das für unsere Gesundheit? Oh, es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Teil für unsere Gesundheit. Menschen in der Krise kommen oft dazu, sich spirituellen Fragen zuzuwenden. Und wenn sie das verfolgen, finden sie oft eine Quelle von reichlich sprudelnder Lebenskraft und Hoffnung und wieder Glaube an sich selber. Und das ist eigentlich das, was es braucht in der psychischen Krise. Oder auch, wir haben es vorhin im Gespräch gehabt, das Herz wieder zu öffnen, das Herz zu öffnen. Ich glaube, dass das die größte Aufgabe ist, die wir immer wieder im Leben haben. Das klingt fantastisch. Das Herz zu öffnen, die Spiritualität fließen zu lassen, haben wir schon gehört. Sukadev, ich habe an Hanke gerade auch schon die Frage gestellt, wie sieht es aus mit Mitarbeitern, wenn sie zu euch kommen? Müssen sie Spiritualität mitbringen? Also ich bin ja der Meinung, dass wir es alle in uns tragen. Wie viel wir davon rauslassen und wie viel wir davon fließen lassen, entscheiden wir auf unserem Lebensweg tendenziell selbst. Aber wenn jemand kommt, der da noch gar keinen Zugang zu hat und sich aber dafür interessiert, oder kommen die Menschen gar nicht und können sich hier bei euch am Platz finden? Ja, wir sind ja eine spirituelle Gemeinschaft. Da kann ich fast aufgreifen, was der Uwe gesagt hat. Also wer hierher kommt, kommt wegen spirituellem Wachstum. Menschen kommen hierher, um hier als Sevakas, als Gemeinschaftsmitglieder zu praktizieren und sich spirituell zu entwickeln, um zu dienen, um einen Beitrag zu leisten für eine bessere Welt. Und natürlich, wer hierher kommt, der kommt deshalb her.
Da muss jetzt nicht umfangreiche Erfahrungen haben. Es gibt dann ja eine Schnupperzeit und es gibt dann eine Anwärterzeit und man kann auch mehrmals ausprobieren und man sollte schon, muss vorher mindestens ein Seminar hier mitgemacht haben und das ist dann schon wichtig. Natürlich, wir haben im Haus nicht nur die Sevakas als Gemeinschaftsmitglieder, wir haben auch sogenannte externe Mitarbeiter, die oft dann für spezielle Fachsachen wichtig sind, sei es für die Technik oder für die Buchhaltung oder Computerprogrammierung oder Netzwerk. Da brauchen wir Menschen, die Spezialtalente haben und da ist jetzt nicht die Bedingung, dass sie spirituell sind. Manche sind es und manche sind es nicht. So hier im Haus haben wir letztlich einschließlich Kinder und 200 Gemeinschaftsmitglieder und so ein paar 20 externe Mitarbeiter. Die Externen müssen es nur aushalten, dass öfters jemand Om Namah Shivaya sagt, dass die Teamsitzungen mit Om anfangen und mit Om aufhören. Und die meisten können nach einer Weile die typischen Mantras mitsingen. Manche machen das gerne und manche schweigen dort. Also es darf alles miteinander und nichts muss. Das kann man nicht so sagen. Also für die Gemeinschaftsmitglieder gilt schon eine Disziplin auch. Das ist letztlich die Gemeinschaft auch wie eine Art Klostergemeinschaft. Das heißt, wer hierher kommen will als Sevaka, da gehört dazu, täglich in Satsang, täglich Yoga-Übungen zu machen, dann auch sich an die Sattva-Regeln halten. Da gibt es auch ein feierliches Versprechen, das dort abgegeben wird. Kein Fleisch, kein Fisch, kein Alkohol, kein Tabak, keine bewusstseinsvernebelnden Drogen und dass man sich daran eben hält. Deshalb kommen Menschen hierher. Aber wenn einfach jemand externer Mitarbeiter ist, gut, dann auf dem Gelände darf er kein Fleisch essen und kein Alkohol trinken und nicht rauchen, aber außerhalb vom Gelände können die externen Mitarbeiter so leben, wie sie es für richtig halten. Wie sieht es bei euch in der Gemeinschaft aus, so mit dem Thema Gesundheit? Manchmal hat man so, ja, wenn ich mich mit einem Thema sehr intensiv beschäftige, sehr diszipliniert bin, kann das ja manchmal auch so ein Stück weit nach hinten gehen oder Burnout, ich setze mich vielleicht unter Druck, will meinen spirituellen Weg gehen. Habt ihr damit Erfahrung? Yoga ist ja zum einen die gesündeste Sache von der Welt. Zum anderen gibt aber auch Yoga die höchsten Anforderungen, die man sich so vorstellen kann. Man soll an sich arbeiten, man soll viel praktizieren, viel dienen, sich selbst lieben und gleichzeitig voll uneigennützig sein. Also wir sind voller paradoxen Empfehlungen. Einerseits sind wir okay, wie wir sind, andererseits müssen wir an uns arbeiten. Einerseits sind wir schon vollkommen, andererseits gilt es danach zu arbeiten. Und einerseits haben wir alle Zeit der Welt, andererseits weiß man nicht, ob wir morgen tot sind, also besser heute intensiv arbeiten. Gut. Ja. Natürlich setzt das einen auch ein bisschen unter Druck. Und natürlich, wir haben hier eine spirituelle Gemeinschaft, wir leben nicht von irgendwelchen Spenden. Die Gäste kommen und die wollen ihr Zimmer sauber haben, die wollen pünktlich das Essen haben. Wir haben eine große Feedback-Kultur, das heißt, wenn die Gäste unzufrieden sind, dann hören wir das sofort. Und fragen wir zwar freundlich, was war los, aber die Menschen wollen es gut machen. Und natürlich, das kann auch unter Druck sein und wir haben auch schon Fälle gehabt von Burnout hier, als wir die ersten Fälle hatten. Da habe ich gesagt, geht das in der spirituellen Gemeinschaft? Ist das überhaupt möglich? Gut, und irgendwann haben wir festgestellt, passiert uns auch und haben einiges jetzt so an Frühwarnsysteme irgendwie versucht zu etablieren, um dort zu schauen, wie geht man damit um. Natürlich, Krankheit ist auch karmische Krankheit. Krankheit hat auch einen Sinn. Und ich habe mich so vorher mit Jochen so ein bisschen ausgetauscht heute Mittag. Was ist überhaupt Gesundheit? Der Mensch ist nie 100% gesund. Es gibt also die Aussage, wer gesund ist, der ist noch nicht lang genug untersucht worden. Der Mensch hat irgendwo einen Körper, der im Austausch zur Umwelt steht. Und dort gibt es eine bessere oder weniger gute Anpassung. Und so hilft Yoga insgesamt gesund zu sein, sich an verschiedene Herausforderungen dort anzupassen. Aber ich habe jetzt ja auch gerade eine Erkältung. Wenn du magst, schon mal Wasser ist auch unter dem Stuhl. Ja, ja.
Wo wir waren, halt auch nochmal bei den Mitarbeitern. Und ja, es ist, glaube ich, schon wichtig, um auch gesund zu bleiben. Wir haben gerade gesagt, auch für Gesundheit könnten wir wahrscheinlich ein philosophisches Thema hier aufschlagen und würden wahrscheinlich die Zeit der Podiumsdiskussion nicht ganz ausreichend haben, um zu einem Entschluss zu kommen. Wahrscheinlich auch nicht so eine ganz hundertprozentige Idee für jeden, auch da Gesundheit so ein bisschen was anderes, hast du gerade gesagt. Aber jetzt an dich, Uwe, die Frage um, wenn ich gesund bin, wenn ich etwas mache, was mir gut tut, dann hilft mir das auf jeden Fall ja schon, gesund zu bleiben, als in einem Job zu sein, der mir ja nicht ganz liegt, der jetzt mich sehr unter Druck setzt. Meine Frage an dich ist aber, wo kommen die Mitarbeiter her, die zu euch kommen? Also gibt es, wenn wir jetzt sagen, es sind schon eher spirituelle Mitarbeiter, die schon was mitbringen, um bei euch zu arbeiten, bewerben die sich direkt bei euch? Ich habe mir gefragt, so, wenn ich spirituelle Mitarbeiter in meinem Unternehmen habe, wo kommen die her? Also ich möchte da unterscheiden, weil für unsere Redaktion ist es schon Voraussetzung, da münden dann nur alte Yoginis, also reife meine ich, reife Yoginis, also nicht körperlich alt. Ne? Und das ist gar keine Frage, das ist die Voraussetzung, um einfach auch so die Themenvielfalt in der Tiefe erfassen zu können und auch das dann artikulieren zu können, worum es dann geht. Und dann haben wir ja noch Produktion oder Versandhandel, da sieht es natürlich anders aus. Da kommen dann Menschen zu uns, die müssen überhaupt nicht spirituell sein. Ich werde mich hüten, da auch irgendwelche Vorgaben zu machen, weil die Menschen sollen frei sein, die Mitarbeiter sollen frei sein, wenn die Zeit reif ist, in sich etwas zu verspüren und dann sich auf einen Weg zu begeben. Und ich kann auch immer wieder so wohlwollend das beobachten, dass das bei uns auch so dahin fließt. Dass Mitarbeiter dann anfangen mit Yogalehrerausbildung oder anderer spiritueller Praktik. Und das ist eigentlich immer das Schönste, wenn es so aus ihnen kommt. Ich meine, jeder hört jeden Tag tausendmal das Wort, den Begriff Yoga. Ich sehe die ganze Zeit in diesem Feld, in diesem Raum von Schöpfungstraum und schaut immer drauf. Ich meine, es wird ja irgendwas mit ihm machen oder mit ihr machen. Und das kann ich feststellen, dass das funktioniert. Also die organisieren sich auch wild, würde ich sagen. Sie machen ja auch ihr eigenes Yoga, ihre eigene Yogastunde. Das ist so selbstbestimmt. Und so finde ich das sehr, sehr schön. Wir haben es auch schon mal angeleitet vor Jahren. Wir haben morgens meditiert, erst mal um 8 Uhr. Die Telefone klingelten, niemand ging ran. So, da haben wir uns dann auch gefragt. Als die Telefone dann immer öfter klingelten, ging das dann auch nicht mehr. Dann kommen ja auch immer Wellen auf ein Unternehmen zu, Wellen an Betriebsamkeit. Dann muss man dann auch wieder von gewissen Dingen lassen. Das ist gar keine Frage. Aber so, dass es sich wild aus sich selbst organisiert, aus sich selbst herausbildet und jeder so, wie er kann, das gefällt mir eigentlich am liebsten. Ja, habe ich gerade gehört. Ja, ja. Das würde ich auch direkt an Jochen auch nochmal weitergeben. Du hast vorhin auch gesagt, du hättest es auch gern, dass du den Raum gibst, oder ich hatte dich so vorgestellt, dass Spiritualität sich entwickeln kann. Hast du in den letzten Jahren Veränderungen entdecken können, spüren können, dass du den Raum oder dass ihr den Raum gegeben habt und dass sich auch irgendetwas wild auch entwickelt hat und zueinander geführt hat? Gibt es da Veränderungen? Wie sieht das bei euch aus? Schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe keine gute, konkrete Antwort darauf. Ich glaube auch sehr stark an die Selbstorganisation von Subsystemen. Natürlich braucht es sozusagen Unterstützung für diese Systeme und es sollte viel Vertrauen in dem Unternehmen herrschen, damit die dann auch kommen, wenn was nicht funktioniert und sie es alleine nicht lösen können. Aber der erste Lösungsansatz erstmal selber zu finden oder sich selber zu organisieren, hat eine unglaubliche Kraft. Ich würde aber gerne einfach nochmal den Faden aufgreifen zum Thema, was ist denn gesund? Weil ich finde, das ist so eine zentrale Frage. Wir gehen immer davon aus, es gibt so zwei Gegensätze. Entweder ist man krank oder man ist gesund und man muss alles tun, um gesund zu sein. Wobei du ja heute Morgen sehr schön ausgeführt hast, dass das, gestern Abend, dass das ja Gesundheit ja nur ein untergeordnetes Ziel sein kann. Aber wenn wir definieren, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit, dann kommen wir irgendwie nicht weiter. Weil dann, also ich persönlich war dann in meinem Leben vielleicht auch schon mal 2 Augenblicke lang gesund. weil wir alle
sind ständig dem ausgesetzt, dass wir irgendwelche Krankheiten haben oder Krisen oder Verluste oder wir sind in irgendwelchen welche Katastrophen oder Schicksalsschläge, die uns ereilen. Und keiner davon ist davor ist da immun dagegen, sondern wir alle müssen uns damit ständig auseinandersetzen. Und also wir persönlich fahren viel besser, wenn wir Gesundheit als eine Fähigkeit definieren. Nicht als ein Zustand, sondern eine Fähigkeit. Und ich sage immer so ganz salopp, man muss eins von beiden können. Entweder sich selber helfen können oder man muss sich Hilfe suchen können. Oder am besten beides. Und ich glaube, dass die Menschen, die irgendwie einen Umgang gefunden haben mit ihren Lebensthemen, dass die im Grunde gesund sind, auch wenn sie vielleicht eine körperliche Krankheit haben oder eine Einschränkung haben oder eine Behinderung haben. Ich kenne so viele Menschen, die haben irgendwas und die sind aber in der Tiefe ihrer Seele gesund, weil sie sprühen vor Kreativität oder vor Lebensfreude oder vor Herzenswärme. Also insofern, das entlastet unsere Patienten ungemein, wenn sie für sich das mal anders sehen können, was eigentlich Gesundheit ist und dass das Ziel nicht sein kann, dass ich in allen Bereichen immer völlig sorglos bin. Ja, und insbesondere, ja, wenn die Seele erkrankt, das ist auch etwas, was wir gar nicht so schnell sehen. Also wir sagen, ich bin im Bein gebrochen und bin vielleicht gerade, ich setze es mal in Anführungsstrichen, gesund. Wenn die Seele erkrankt ist, ist etwas, was wir so schnell auch gar nicht sehen und vielleicht auch noch gar nicht nach außen tragen können. Und erstmal scheinbar gesund sind. Naja, für viele ist diese Krise, die seelische Krise, ja überhaupt auch eine Möglichkeit, sich mal zu überlegen, welche Dinge im Leben sind eigentlich wirklich wichtig. Also was ist wesentlich? Und sorge ich auch dafür, dass die wesentlichen Dinge im Leben auch stattfinden? Das haben die sich vorher vielleicht gar nicht gefragt und sind erst darüber, dass sie krank geworden sind, überhaupt an diesen Punkt gekommen. Also insofern hat das was sehr Gutes, in eine seelische Krise zu geraten. Und es ist gar kein Makel, Psychotherapie gemacht zu haben, sondern es ist eher eine unglaubliche Chance, die Menschen haben, zu diesen wesentlichen Dingen vorzudringen. Da würde ich auch mal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, dass du Spiritualität ungern so als Wort fasst, aber so eine Krise ist natürlich ganz häufig auch so ein Startpunkt, um mich mit Spiritualität mehr auseinanderzusetzen. Ja, natürlich, weil Menschen sich fragen, warum stehe ich morgens auf und was macht das für einen Sinn, wenn ich keine Freude mehr habe an den Dingen. Das führt einen sehr stark an diese Themen dran. Und also ich bin der festen Überzeugung oder erlebe es auch immer wieder, dass Spiritualität zu den psychischen Grundbedürfnissen des Menschen gehört. Also dieses Bedürfnis nach Zusammenstehen, nach Zugehörigkeit, nach Geborgenheit, das sind so fundamentale Dinge für unsere ganze psychische Entwicklung. Das sieht man schon bei den Kindern mit ihrem Bindungsverhalten, aber man sieht es überall eigentlich. Also das ist ein zentrales psychisches Grundbedürfnis und wir müssen dafür sorgen. Wir müssen für unsere Grundbedürfnisse sorgen. Das klingt toll. Ich würde es einmal an Hanke auch direkt weitergeben. Wie wird für euch noch gesorgt, ihr bei euch im Unternehmen dafür? Wird von alleine, sorgen die Leute direkt von sich aus dafür, dass sie, ja, dass sie eher sich selbst um ihre Gesundheit kümmern können, dass sie, es ist jetzt schwierig für mich, das Wort Gesundheit jetzt von den Mund zu nehmen, aber es ist tatsächlich auch so, du hast vollkommen recht, ich fand die Aussage auch super, wenn noch nicht lange genug gesucht wurde, dann ist man gesund. Es ist tatsächlich, also irgendwas werden wir wahrscheinlich immer in uns tragen, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal, um gesund zu bleiben, was könnt ihr machen, was macht ihr, was bietet ihr an, was bringen eure Mitarbeiter mit, was kannst du zu dem, ja, wie ihr das noch lebt? Bei uns ist es ja so, dass wir viele von uns zu Hause arbeiten und dass es keinen richtigen festen Firmensitz gibt, den gibt es in Holland, aber über die Hälfte arbeitet hier in Deutschland von zu Hause und deswegen muss ich schon auch alleine dafür sorgen, aber was uns verbindet, ist auch ähnlich wie bei euch ein Weg und eine spirituelle Praxis und jetzt zu dem Thema Gesundheit, das fand ich jetzt auch sehr spannend und ein Lehrer, das ist der Gurudev, der unterrichtet meditative Heiltechnik und ja, mit Meditation andere Menschen heilen und der sagt halt, Krankheit gibt es nicht. Es gibt nur Intoleranzen im Körper.
Und du arbeitest eben wirklich nur mit den Intoleranzen in der Meditation, dass du fühlst, oh, der hatte Stress, oder der eine, der reagiert auf Stress mit Schultern, der andere vielleicht mit einem ganz Schulter-Nackenproblem, der andere hat vielleicht eine schlimme Krankheit. Und du siehst nicht die Krankheit, sondern du siehst nur die Toleranzen in dem Menschen, und da meditieren wir. Und die meisten bei uns praktizieren diese Technik tatsächlich. Und wir haben immer so Konferenzen, wo unser Lehrer dann auch mal ja, eine ganze Woche in Italien in einem Hotel unterrichtet, und wir meditieren den ganzen Tag und heilen uns. Und das ist so meine Praxis, und eigentlich von uns allen fast 90%. Ich höre so ein Ja, so ein Ah. Ich werde doch nachher gleich die Fragerunde auch nochmal nach außen geben. Da gibt es bestimmt noch die eine oder andere Frage oder das Interesse, wie das noch weiter gelebt wird. Erstmal vielen Dank. Uwe, ich habe an dich noch die Frage. Du sagst, ich würde es gerne so fließen lassen. Was würdest du Unternehmen und Mitarbeitern gerne mitgeben, die Vorbehalte haben? Vorbehalte, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Unternehmen, ich kann das jetzt nicht freilassen, ich muss ja irgendwie doch schon schauen, wie die Gewinne reinkommen. Ich kann das jetzt nicht einfach laufen lassen. Was würdest du diesen Personen mitgeben, diese Vorbehalte loszulassen? Was wäre dein Tipp? Ich würde sie dazu ermuntern, das Wagnis auf sich zu nehmen und ihn zu erforschen, was in ihnen entsteht, wenn die endlosen Ketten an Denken und Verstandesstrukturen und Schwingungen einmal, wenn auch nur für einen mini kleinen kurzen Augenblick, zur Ruhe kommen, zur Ebbe kommen, wenn die Flut der Gedanken aufhört und die Ebbe einkehrt. Dazu würde ich Sie ermuntern, sich diesem Wagnis so ganz manager-like zu stellen und zu sagen, hey, du machst doch auch Adventures oder du liebst Herausforderungen, versuch doch mal damit. Und schau, was passiert. Vielleicht trinkst du ja ein kleines Stückchen aus dem Nektar der Stille. Und das wird ihn und jeden Menschen, so auch mich und alle, die es erfahren, verändern. Hast du da schon Erfahrung mit gemacht? Also hast du schon auf Menschen getroffen, die da sehr ablehnend oder ablehnend waren, und die haben versucht, mal diesen Nektar zu testen? Ich bin in dieser Situation noch nie konfrontiert worden. Ist mir noch nie begegnet. Dann werden wir es hier auf jeden Fall schon mal reingeben. würde ich an Zuckerdiff noch mal weitergeben. Hast du noch Tipps an Unternehmen, Mitarbeitern, das, was ihr so in den letzten Jahren so erfahren habt oder in diesen vielen Jahren? Ich meine, du kommst auch aus dem Bereich BWL, kannst das wahrscheinlich auch ein Stück weit nachvollziehen, diese Angst, die vielleicht da ist, die Dinge laufen zu lassen, Spiritualität einfließen zu lassen. Erfahrungswerte von dir, von euch hier bei Yoga Vidya. Ich möchte zunächst mal auf eines hinweisen. Die Idee zu einem Unternehmen kommt sehr häufig aus einer spirituellen Erfahrung und einem spirituellen Ansatz. Ob wir die ganz Großen nehmen, wie Bill Gates, der diese Vision hatte, Information at your fingertips, und es war Anfang der 80er Jahre, oder Zuckerberg, der seine Vision von der Welt hatte, die alle miteinander vernetzen, alle sollen miteinander sprechen können, oder Kleine, so eine Inhaberin von einem Naturkostladen hat mir vor kurzem so erzählt, wie sie so irgendeine körperliche Erkrankung hat, angefangen Ernährung umzustellen, hat gemerkt, was das mit ihr macht, und hat plötzlich gemerkt, ich muss einen Naturkostladen aufmachen. Die ganze Familie hat sie für verrückt erklärt, so hat es gemacht und es funktioniert. Und so, wenn man sich das mal bewusst macht, sowohl die ein kleines Unternehmen aufmachen, wie ein großen, gar nicht mal selten ist dort irgendwo das Gefühl einer Inspiration, eines Getragenseins, eines, so, irgendwie da fließt etwas. Und dann, wenn man sich das vergegenwärtigt, kann man auch das Vertrauen aufbauen, wenn das sein soll, dann wird es auch weiter fließen. Und es wird mich lehren dabei, und es wird alle anderen auch dabei lehren, die dabei sind. Das kann schon mal vieles helfen. Und aus vielleicht Mitarbeitersicht, da sind wir vielleicht hier auch einige Mitarbeiter, die sagen, Mensch, in meinem Unternehmen, die würden mich tatsächlich für verrückt erklären, wenn ich jetzt sage, ach, vielleicht hilft ja Meditation zum Beispiel, kann ich nochmal auf Uwe zurückkommen, auf das, was ihr bei euch im Unternehmen zum Beispiel auch macht, was ich erfahren hatte.
für Mitarbeiter, die sagen, aber bei uns hat das überhaupt keinen Raum, Spiritualität, und wenn wir dann mit Gesundheit, ja, dann geht es eher so ein bisschen um Effektivität und um Leistungsvermögen der Mitarbeiter, aber nicht um mich selbst als Mitarbeiter, um meine Gesundheit. Was kann denen helfen? Zum einen kann man sich die Frage stellen, bin ich im richtigen Unternehmen? Wir sind jetzt in einer Situation, wo mindestens in vielen Teilen Deutschlands gute Mitarbeiter Mangelware sind. Das ist nicht mehr das Jahr 2009. Und da könnte man, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu überlegen, ist das das Richtige, was ich dort mache? Das wäre ein Gesichtspunkt. Aber natürlich, Spiritualität in Unternehmen heißt ja nicht nur, dass man da Zeit hat zu meditieren und ein Götterbild an die Wand hängt und zwischendurch die Wechselatmung macht und... Sondern es kann natürlich auch heißen, dass man sagt, ich arbeite an mir und ich, und insgesamt ist das, was ich mache, etwas Gutes und ich habe irgendwie die Mission, Menschen glücklich zu machen. Und selbst wenn das Produkt, das ich habe, nicht so toll ist, aber wenigstens ist es nicht unethisch, aber ich lächle mit Menschen und ich bin ein bisschen freundlicher oder wie auch immer. Also man kann ja auch Spiritualität leben, ohne das Wort in den Mund zu nennen, ohne dass Meditation im Unternehmen ist. Und das kann man sehr wohl gut machen. Und das ist eben das, was da ist als Spiritualität, was ja die Bhagavad Gita letztlich lehrt. Was du sagst, bin ich hörbar? Kann ich nur unterstützen. Ich glaube, dass wir viele Möglichkeiten haben, Spiritualität in Unternehmen reinzubringen. Wir müssen es gar nicht unbedingt so nennen, sondern da lobe ich mir so die modernen Begriffe wie betriebliches Gesundheitsmanagement oder. Inzwischen ist die Datenlage zum Yoga und zur Meditation so gut. Also was für gesundheitliche Auswirkungen das hat, was für die Selbststeuerung, die Emotionsregulation, die kognitiven Fähigkeiten bleiben erhalten, auch im hohen Alter, wenn man das macht und so weiter. Die Datenlage ist so gut, dass wir davon ausgehen, dass in 20 Jahren alle meditieren oder Yoga machen. So wie heute alle joggen. Das hätte man vor 20 Jahren auch nicht gedacht, dass alle joggen heute. Da haben die Leute einen noch ein bisschen ausgelacht und gedacht, wo rennst du eigentlich weg? Und heute gehört es zum Mainstream, zu joggen. Und ich glaube, auf dem Weg können wir zum Beispiel, das, was Sie alle machen, oder das, was ihr alle macht, ist wunderbar. Auf dem Weg können wir, wenn jetzt die Unternehmensleitung vielleicht noch ein bisschen zögerlich ist, spirituelle Praxis in ihr Unternehmen reinzubringen, dann kann man über den Weg des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder der Personalentwicklung oder der Führungsausbildung oder sowas den Menschen Möglichkeiten geben, Erfahrungen zu machen mit Meditation, mit Yoga, mit ähnlichen Dingen. Und wir hatten es gestern ja schon in der Diskussion, das bleibt gar nicht aus, dass da bestimmte Erfahrungen dann entstehen, die den Menschen auch wiederum vielleicht zu den wichtigen oder den wesentlichen Dingen in ihnen bringt. Und insofern bin ich da eigentlich sehr optimistisch in dem Sinne, weil es doch immer mehr Menschen gibt, die sich auf dem einen oder auf dem anderen Weg dafür interessieren und auch Unternehmen, die sich auf dem einen oder anderen Weg dafür interessieren. Da würde ich direkt anschließend eine Frage an alle stellen. Tun wir uns da manchmal keinen Gefallen, wenn wir es, du hast es eher so nicht so gerne in den Mund genommen, und wenn wir das Wort Spiritualität vielleicht gar nicht so verwenden, sondern äquivalente Begriffe nutzen, weil es vielleicht für manche noch befremdlich ist? Doch, ich finde, man sollte es schon auch benutzen können. Man sollte irgendwie da auch Position beziehen können, wollen, sollen und so weiter. Ne? Aber mir persönlich liegt das nicht so. Sondern ich greife es dann auf, wenn ich sehe oder wenn ich es spüre. Und das ist in so vielen Situationen, in so vielen Alltagssituationen findet Spiritualität statt. Und das dann sozusagen zu nutzen für den Weg, das liegt mir mehr. Aber ich finde auch, dass es unglaublich wichtig ist, dass Menschen sich hinstellen und sagen, hier ist ein spiritueller Weg, wer möchte, folge. Ich würde die Frage auch nochmal an die anderen stellen. Genau, ob man das eher etwas zurückhält, ob man es lebt. Du hast es vorhin gesagt, Sukadev, ich muss jetzt nicht sagen, ich mache jetzt die Wechselatmung schnell irgendwie auf Toilette, oder, sondern lebt meine Spiritualität und muss es nicht so nutzen. Würde uns das helfen, oder ist das etwas, wo wir sagen, so, wenn, dann stellen wir uns hin und machen das ganz klar. Wie ist das bei den anderen? Also was halt sagt ihr dazu?
Es gibt ja jetzt unterschiedliche Yoga und oder Spiritualität in Unternehmen. Zunächst mal gibt es die Frage, wenn jemand ein Unternehmen gründet oder der Inhaber ist und er will es irgendwie spirituell machen, dann halte ich es für gut, von Anfang an zu sagen, ich bin ein spiritueller Mensch und mir geht es um Spiritualität. Und ich würde dann eben auch raten und such dir die Menschen, die ins Unternehmen kommen, so aus, dass sie auch spirituell sind. Es gibt genügend Unternehmen für nicht spirituelle Menschen. Es wäre schön, wenn es mehr Unternehmen gäbe, die von vornherein sagen, hier sollen spirituelle Werte gelebt werden. Die zweite Sache ist der Einzelne, der in einem Unternehmen ist. Der wird jetzt nicht das Unternehmen ändern können, es sei denn, er ist Teamleiter und hat ein bisschen was zu sagen. Dann kann der probieren, in seinem Umfeld irgendwo Menschen zu inspirieren. Ansonsten wird er, ohne das Wort Spiritualität zu verwenden, normalerweise seine Spiritualität leben und ab und zu mal vielleicht das ein oder andere Wort dort sagen. Und wenn Menschen Rat fragen, so langsam kommt, sprudelt das dann irgendwann raus. Und dann wird man am Anfang eher ein bisschen niedrig stapeln und schrittweise wird sich das entwickeln. Dann gibt es den nächsten Aspekt, das sind vielleicht die meisten hier, Yoga-Lehrer, überlegen, wie komme ich in Unternehmen hinein. Da wird man vermutlich auf das Wort Spiritualität zunächst mal verzichten und wird die wunderschönen Studien dort zitieren, wie toll das ist. Und wird dort irgendwo reinkommen. Und dann gibt es natürlich noch das Nächste, jemand hat was zu sagen und dann wird selbst spirituell und überlegt, was mache ich jetzt? Und die anderen sind ins Unternehmen gekommen und in der Voraussetzung, dass es nicht spirituell ist, hat man das Recht, jetzt plötzlich alles umzuwerfen. Da würde ich vermutlich sagen, nicht wirklich. Aber man kann inspirieren und man kann fließen lassen und aus dem Sein heraus kann man irgendwo ein Feld schaffen, das in vielen Fällen bei vielen Menschen transformatorisch wirkt. Aber tatsächlich würde ich die Ermutigung geben, bei Menschen, die selbst spirituell sind, aus Gründen, wirklich offen dafür zu stehen. Es gibt inzwischen viele Menschen, die spirituell sind und die zum Teil krampfhaft nach irgendwo suchen, wo sie in ihrer Spiritualität sein können. Und ich würde es durchaus begrüßen, wenn mehr Menschen, die zur anderen Arbeit geben können, sagen, wir sind ein spirituelles Unternehmen und wenn die das offen sagen, glaube ich nicht, dass sie Schwierigkeiten hätten, Menschen zu finden. Ich habe natürlich den Luxus, dass ich in so einem toleranten Unternehmen arbeite und Tourbahn oder dass wir halt ständig reisen und so weiter, ist sehr große Toleranz. Aber du sagtest ja zum Schluss, am Ende ist es ja auch die innere Haltung. Mhm. Und ich glaube, wenn die innere Haltung stimmt und vielleicht man den Tag mit einem Sadhana morgens beginnt und dann auch eine Toleranz entwickelt gegenüber den anderen oder Strukturen, dann ist es ja eigentlich auch egal. Und ich finde, dann geht es mir gut. Und dann ist es ja auch immer mehr auch... betriebliches Gesundheitsmanagement, ne? Das ist immer so der Aufhänger, aber dass wir halt Yoga immer mehr finden, ne? In großen Unternehmen. Ich unterrichte das donnerstags immer im Willy Brandt-Haus zum Beispiel und die sind wirklich in einer Mega-Krise und da ist es wirklich gar nicht leicht und trotzdem dieser eine Moment, da kommen die und da sind die so für sich und das ist gut. Ich würde ganz gerne gleich noch auf das zurückkommen, Uwe, was ich angesprochen habe, aber jetzt würde ich das erstmal noch kurz aufgreifen. Wenn wir jetzt Yoga in Firmen einführen, betriebliches Gesundheitsmanagement, eine Yogastunde und derjenige, der das entscheidet, sagt, ich mache das jetzt, weil es die Gesundheit fördert, ich habe weniger Ausfälle, für mich natürlich effektiveres Arbeiten. Wie ist da deine Meinung zu, wenn Yoga so den Raum findet oder auch Spiritualität im Unternehmen? Also so vernutzt wird? das kann man nicht aufhalten. Der Zeitgeist hat bestimmt, dass das heilige Wissen entfesselt wurde. Und es gab schon öfters Zyklen in den Menschheitsgeschichten, wo dies geschah. Und man muss sehen, jeder Mensch muss auch für sich sehen, wie er dann auch verantwortlich und karmisch mit diesen Kräften umgeht, wofür er sie einsetzt. Er wird dann die Früchte ernten dafür. Aber man kann es ja nicht aufhalten, dass es jemand zum Nutzen heranzieht.
ist sehr wahrscheinlich, erstmal. Und dennoch kann es zu einem Erwachen kommen, das wissen wir vorher nicht. Das wird man sehen. Das heißt also, wie Spiritualität, Yoga, Meditation, was auch immer wir zuziehen, in die Firma kommt, darf sein, wie es ist und darf sich seinen Weg entwickeln. Naja, ich meine, wir sollten jetzt ja auch nicht dumm sein und mit einem riesigen Schlüssel in ein kleines Schlüsselloch versuchen hineinzukommen und die Tür, das Tor wird nicht aufgehen. Also dann ist es schon, sollte man einen Dietrich dabei haben. Also so schlau sollte uns dann das spirituelle Wissen oder die Geisteshaltung dann auch machen, dass wir mit dem Dietrich dann... der Herr kommt ja bekanntlich wie der Dieb in der Nacht, vielleicht auch durch die Hintertür. Das ist doch alles in Ordnung. Und was daraus wird, das müssen die Menschen selber sehen. Das wird sich zeigen. Es ist doch nicht mehr zu verhindern. Der Weg ist auf jeden Fall gemacht. Ich habe es jetzt schon mehrmals erwähnt, ich hatte mit dem Hans-Peter am Anfang mal gesprochen und der hatte mir erzählt, dass du in deinem Unternehmen, wenn es Konflikte gibt oder ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, ihr euch hinsetzt und meditiert. Ist das so, oder welche Erfahrung hast du damit gemacht? Also, wir setzen uns in der Redaktion manchmal hin, aber gar nicht so oft und meditieren. Wir sind eher Jnana-Yogis, also reden dann einfach. Philosophieren. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich, wenn ich morgens in mein Büro komme, ich habe mir mein Büro so umbauen lassen, dass es eher so ein Meditationsraum geworden ist. Sitze da auch auf dem Boden und nicht mehr an so einem Stuhl, an einem normalen Bürotisch. Und gehe erstmal in die Stille und spüre so, was gerade so los ist, was gerade so in der Firma schwingt. Gehe so die Menschen durch, meine geschätzten Mitarbeiter. Und fühle ja dann so, wie es so den Einzelnen geht und spüre das in mir und versuche dann einfach da wohlwollend und liebevoll hineinzuatmen und auch immer wieder loszulassen. Das ist so meine Weise, wie ich damit umgehe. Und meine Erfahrung lehrt mich, dass ich da so ganz unbemerkt, ganz heimlich doch große Wirkungen erzielen kann. Ich wundere mich dann oft selbst darüber, wie diese Kräfte sich dann so in dem einen oder anderen bewegen und dort zur Entfaltung kommen. Schön. Dann würde ich das, glaube ich, gerne mal zusammenfassen. Jetzt haben wir gesagt, Spiritualität dürfen wir benennen und wir dürfen auch dafür losgehen, um wahrscheinlich dem einen oder anderen zu zeigen, auch jetzt darfst du losgehen. Auf der anderen Seite Räume freizulassen, die wir vielleicht gar nicht so benennen, dass sie Spiritualität vielleicht enthalten, um es sich entwickeln zu lassen. Es gibt spirituelle Produkte, wo man das leben kann, aber es gibt auch andere Firmen. Das goldene M, wo es vielleicht möglich ist, das reinzubringen, vielleicht als Mitarbeiter, es zu leben. Und ja, du hast es vorhin gesagt schon, Jochen, die Wissenschaft, die Nachweise, was man untersucht hat, steht ja mehr als auf unserer Seite, um diesen Weg zu gehen, egal wie ihn jeder für sich geht. Damit würde ich, wenn ihr von euch, von eurer Seite jetzt dazu noch irgendwas sagen möchtet, natürlich an die Runde nochmal das Wort geben. Ja, vielleicht noch eines, was auch sich zeigt, wenn Menschen Yoga üben, meditieren und so weiter, dann macht das auch etwas mit ihnen. Und sie sind dann oft nicht mehr so handzahm wie vorher. Das ist auch etwas, was man manchmal, wenn ein Yoga im größeren Stil unterrichtet wird, müsste man eventuell das Unternehmen darauf aufmerksam machen. Man hat nämlich auch festgestellt, dass Yoga zwar die Krankenstand sinkt, aber auch die Kündigungsrate erhöhen kann. Und nur Yoga einzuführen, kann auch Unruhe reinbringen, aber das kann ja auch gut sein, mit Unruhe, mit Sinn. Aber das muss man sich auch bewusst machen. Und auch, wenn man mit spirituellen Menschen zusammenwirkt, so wie wir hier jetzt auch, die lassen sich nicht so viel gefallen, die sind ständig kreativ, die haben ständig neue Ideen, wollen ständig
den Aufgabenbereich wechseln und wenn ihnen was irgendwo merkt, was ihnen, also da ist eine Dynamik dahinter. Und auch das sollte man sich, dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man jetzt sagt, ich will zum Beispiel ein Unternehmen schaffen mit spirituellen Menschen. Das ist eine andere Führungsweise, als es woanders ist. Und das Zweite ist auch, wenn Yoga in Unternehmen gebracht wird, es hat eine transformierende Kraft im Unternehmen. Insbesondere, wenn es mehr als nur ein paar sind. Und das ist auch eine Chance, aber da muss auch die Organisationsentwicklung irgendwann mit involviert sein. Uwe hat so schön gesagt, das ist dann auf jeden Fall auch nicht mehr aufzuhalten, aber man muss rechts und links schauen, was da noch alles auf uns zukommt, wenn es dann in Gang getreten ist. Ja, ausschalten können das Unternehmen auch. Ein paar Leute rausekeln und dann hat man wieder Ruhe. Haben mir mindestens auch schon Leute erzählt, die eine Weile in ihrem Unternehmen Yoga eingeführt hatten und es schien alles gut und dann ist der eine Vorgesetzte, hat ein Yoga-Zentrum aufgemacht und dann war das in dem Betrieb plötzlich anders und der Nachfolger hat es geändert. Und dann, also wir können nicht sagen, es ist nicht aufzuhalten, kann auch aufgehalten werden. Also wir sollten schon vorsichtig sein und auch, wie können wir sagen, erwartungslos, notfalls auch loslassen. Wir lassen es fließen, egal in welche Richtung und wohin. Gibt es von eurer Seite noch etwas, bevor ich ansonsten die Fragerunde gleich ans Publikum geben würde? Mir kam gerade so einer meiner Lieblingsweisheiten von Yogi Bhajan, und zwar Spiritualität, wir sind schon spirituell und sind hier auf der Welt, um menschliche Erfahrungen zu machen und nicht umgedreht. Also wir sind nicht Menschen, die nach Spiritualität suchen, wir sind das schon. Ja. Sehr schön. Ja, dann. Aber vielleicht noch, wo der Jochen ja Organisationsentwickler ist. Hast du irgendwo dich bemüht, in einem Unternehmen auch Spiritualität bewusst zu verankern oder ohne es so zu benennen? Oder wahrscheinlich sogar ohne es zu wissen, ja. tatsächlich, weil ich habe vorhin schon gesagt, ich finde, dass in so vielen Situationen es gibt ja oft so wundersame Momente, die gibt es in Begegnungen, die gibt es in der Therapie sehr oft, aber auch mit sich, und die gibt es natürlich auch in Unternehmen, wenn auf einmal das Licht leuchtet oder wenn auf einmal man sich versteht oder man was versteht voneinander oder sich begegnet oder sich trifft. Und die Rückmeldungen sind dann nicht, das war ein spiritueller Moment, sondern die Rückmeldungen sind, Mensch, Gott sei Dank, wir hatten mal wieder irgendwie ganz normal miteinander gesprochen. Oder wir hatten, danke, dass ein Stück Menschlichkeit wieder ins Unternehmen gekommen ist. Und ich erlebe das so oft, und das, in der Bibel heißt es dann, wenn zwei oder drei in meinem Namen sich versammeln, dann bin ich mitten unter ihnen. Und das sind diese wundersamen Momente. Und die passieren natürlich, wo immer man hingeht und Brunnen bohrt. Es ist die Spiritualität, die in uns ist, und wir geben den Raum, den Weg, wie sie sich entwickeln darf, sie zu spüren, sie wahrzunehmen, Freiräume zu lassen und es fließen zu lassen. Ja, da haben wir spannende Sachen hochgeholt, angesprochen, manchmal nur angekratzt, und ich bin ziemlich sicher, dass das Publikum die eine oder andere Frage an unsere Podiumsdiskussionsteilnehmer gibt, und Hans Peter wird mit dem Mikrofon einmal zu euch kommen, gerne mit Handzeichen, wenn euch jetzt schon etwas auf der Seele brennt, was ihr loswerden wolltet, fragen wolltet. Und hier gefunden haben wir schon die erste junge Dame, super. Meistens ist der Eisbrecher aber gar nicht so einfach. Vielen lieben Dank. Gerne, wenn du magst, auch deinen Namen kurz sagen und dann an wen die Frage geht oder an alle. Danke. Hallo. Hallo an alle. Mein Name ist Jana. Und die Frage an allen, die diese Frage beantworten wollen.
Also alle vier, vielleicht auch du, alle fünf sind wir Unternehmer. Und öfters ist es so, dass man lange, lange Zeit ganz normale, banale Sachen erledigen sollte, wie steuerliche Sachen oder also wirklich banale Sachen, wo man da drin versinkt und auch eigene Spiritualität oder den Sinn auch verliert und denkt, ach, wann soll das enden und wie kommt man wieder zu sich, wie verliert man diesen Faden dann nicht? Und auch sogar bei Yoga Vidya, also es gab bestimmt Momente, wo es richtig schwierig war, das so weiterzumachen, also diesen Willen auch doch zu haben, das weiterzuentwickeln. Aber wie gesagt, also für mich ist es wirklich überwältigend, diese ganz normale Sachen, wie man ja auch öfters unangenehme Begegnungen, wo man immer wieder machen sollte. Man denkt, ach, soll es überhaupt sein? Ja, Dankeschön. Ich kann nur kurz antworten. Ich persönlich halte es mit Hingabe. Man muss sich diesen Dingen hingeben. Und dann, dann behalte ich, so gut es geht, diesen inneren Halt. So. Also mir hilft wirklich eine morgendliche Praxis, ein Zadma, was mir dann persönlich hilft, so mit einer gewissen Stärke durch den Tag zu gehen und auch wieder dieser Haltung und dann sozusagen mein Spirit darüber nicht zu verlieren. Und das sind dann die menschlichen Erfahrungen, ne? Da müssen wir alle durch, steuern, Kinder, Ärger, ja. Aber dieses Sadhana morgens da zu sitzen, dich selber zu fühlen, in einer bestimmten Haltung oder auch in einem Gewahrsein zu kommen und das dann über den Tag zu tragen. Würde ich auch genauso unterstreichen, also die tägliche Praxis morgens und vielleicht auch etwas abends. Und dann weiß man auch, ja, es ist ja auch egal, wenn es jetzt ein bisschen schwierig ist, heute Abend. Ne? Und zum anderen den Alltag auch als Lernlektion zu nehmen. Das heißt, was auch immer kommt, was scheinbar weltlich ist, irgendwo lerne und wachse ich daran. Aber ich muss auch zugeben, es gibt so zwei Sachen, wo es bei mir irgendwo auch schwierig wird, wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffen muss, wo ich weiß, dass sie anderen Menschen nicht passen. Das fällt mir schwer, ich würde am liebsten niemandem wehtun. Und dann zum anderen, wenn ich mich bemühe, Gutes zu tun und nachher habe ich Menschen doch irgendwo wehgetan. Das sind Dinge, die für mich dann auch schwierig sind, aber da weiß ich, es sind auch wichtige Lernaufgaben hier. Also zu sehen, Lernaufgaben und dann Praxis üben und letztlich dann in die Hingabe zu gehen und sagen, Gott gibt einem die Aufgaben, an denen wir wachsen und wir wollen es fließen lassen. Ja, ich kann auch noch ein bisschen was aus meiner Erfahrung dazu schildern. Ich nutze die Meditation für mich, um mich immer wieder zu erinnern, dass ich der Traumschöpfer bin, meines Schöpfungstraumes, beziehungsweise das Wesen in mir mich träumt. Und es ist dann manchmal in Konfliktsituationen, in schwierigen Lebenssituationen, dauert es eine Weile, bis ich mich wieder an diese tiefe innere Weisheit erinnern kann, dass ich selbst mir meinen Schöpfungstraum geträumt habe oder träume und so auch voll verantwortlich bin über mein Geschöpf, dass ich so verdichte, dass ich es mit meinen Augen plötzlich außerhalb von mir sehen und mit den anderen Sinnen auch wahrnehmen kann. Das hilft mir, aber es gibt immer wieder Situationen, wo diese Erinnerung entgleitet. Vor allem, wenn die Situationen heftig werden, wenn sie stürmisch werden, wenn die Stürme des Lebens mit hoher Energie auf mich eintreffen, dann kann es schon durchaus mal vorkommen, dass das erstmal verloren ist, das Wissen darum und die Erinnerung. Aber dafür gibt es ja die Meditation zum Glück.
Das passt ziemlich gut, dann würde ich mich als Fünfte direkt sogar wirklich mit einreihen. Ich habe vor kurzem ein Yoga-Studio eröffnet und kann das mehr als unterstreichen und hatte wirklich so unglaublich viel zu tun und bin ziemlich rausgefallen aus meiner Praxis und wusste, ich schaffe es einfach nicht. Für mich war dieses ganz klar und ich habe früher mal gesagt, es gibt ja auch aus dem Buddhismus dieses, wenn du nur 20 Minuten Zeit hast zu meditieren, meditiere 40 Minuten. Und ich bin wirklich in diese Falle reingefallen. Und es gibt diese Momente einfach. Und in dem Moment merkt man es gar nicht. Und als ich dann so gefühlt habe, so, okay, jetzt geht es hier nicht mehr weiter, irgendwo ist so fast wirklich schon der Burnout, ich sagte, ja, und jetzt wieder die spirituelle Praxis, habe wieder viel mehr meditiert, habe mich morgens wieder hingesetzt, habe Yoga gemacht. Und die Dinge haben sich gar nicht verändert, aber mein Leben hat sich wieder verändert. Also meine Sicht der Dinge hat sich wieder verändert, wie ich damit umgehe. Ein Problem, was gefühlt 3 Tage groß war, war dann nicht mal keine 3 Stunden mehr groß. Und hat sich gefühlt von alleine aufgelöst. Also ich kann das mehr als unterstreichen und bin trotz der vielen Jahre Yoga-Praxis in diese Falle reingestolpert, weil es einfach was Neues in meinem Leben gab. Und das hat sich wieder verändert. Ich glaube, manchmal muss man kurz in diese Falle wieder kurz reintappen, um sich dann wieder zu erinnern und wieder zu merken, was es uns bringt. Wenn ich es über Jahre mache, habe ich nicht mehr das Gefühl, was passiert, wenn ich meine spirituelle Praxis nicht mache, weil sie einfach da ist. Wir nehmen es tatsächlich irgendwann gefühlt als gegeben hin und uns geht es gut, mal mit einer größeren Krankheit, mal einer kleineren, aber es ist alles okay. Und wenn das kippt und wenn es wegfällt, dann merken wir wieder danach, wenn wir es wieder beginnen, was es uns eigentlich bringt. Manchmal geht das ein bisschen verloren, finde ich. Oder ich habe es gemerkt auch in meinem Umfeld, dass es verloren gehen kann ein Stück weit, dass wir merken, was macht es mit mir? Und das habe ich jetzt gerade selbst erfahren und kann das damit sehr unterstreichen. Hat es deine Frage beantwortet? Gibt es weitere Fragen hier unten? Ich gehe mal. Du wolltest noch? Nein? Ich wollte nur noch etwas ergänzen. Also ich würde die tägliche Arbeit, egal ob das jetzt eine Steuerbescheinigung ist, die ich ausfüllen muss oder etwas anderes, das selbst als spirituelle Praxis sehen. Da meinen Gedanken an Gott mit hineinnehmen und das gar nicht so trennen. Also jetzt setze ich mich hin, jetzt meditiere ich, sondern ich mache das, was ich mache, ganz bewusst und komme da auch immer mehr in diese Hingabe, wie du das gesagt hast, hinein. Und das finde ich eben sehr, sehr schön. Also da gar nicht so diese Trennung zu machen, weil unser tägliches Leben ja eigentlich gelebte Spiritualität ist. Auch im Alltag, in den kleinen Dingen und so weiter. Okay, danke. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen, Hinweise, Tipps? Jeder darf. Wir hatten hier vorne noch zum Thema Gesundheit, Spiritualität, etwas, was offen geblieben ist. Ja, gerne. Danke nochmal. Frage eher an Jochen. Gestern hast du Perfektionismus ganz kurz angesprochen. Wie, was empfiehlst du oder wie arbeitest du mit Kunden, mit Patienten, die ja so ganz verwickelt in ihrem Perfektionismus sind? Es gibt immer 2 Ebenen. Das eine ist sozusagen, wie gehe ich ganz aktuell mit dem Druck um, Dinge perfekter zu machen, als die Anforderungen sind. Dazu muss ich das natürlich auch erstmal erkennen. Dann mich disziplinieren. Das erfolgt dann erstmal über Disziplinierung. Der zweite, aber viel wichtigere Weg ist zu schauen, wofür steht das, dass ich perfektionistisch mit den Dingen umgehe. Warum? Woher kommt das? Was ist der Grund? Solche Dinge haben immer ihren guten Grund. Das, was wir entwickeln an Mechanismen, an Kompensationen, an Mustern, das ist ja ein Muster, was ich nicht willkürlich steuere, sondern unwillkürlich. Das passiert von alleine, dass ich perfektionistischer bin, als es erforderlich ist. Woher kommt das? Was ist der Grund dafür? Was ist ein Bedürfnis, was dahinter steckt? Warum ist das in diese Kompensation gemündet? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich dieses Bedürfnis erkenne
und dafür Sorge trage, dass es auf andere Art und Weise befriedigt wird, dass es seinen Weg findet oder dass es das, was es auch für mein Leben bedeutet, dass ich das berücksichtige. Und dazu müssen wir anfangen, wieder zu spüren, raus aus dem Tun, zurück, uns zurücknehmen und spüren und auch verstehen, aber vor allen Dingen dann auch emotional uns verstehen, wie wir dazu gekommen sind, solche Kompensationsmechanismen zu entwickeln und da selbst Mitgefühl entwickeln und vielleicht diese schwierige Situation, in der wir als Kind waren, weil sowas passiert oft in der Kindheit, das bearbeiten, betrauern, verändern, uns nochmal in den Arm nehmen, uns nochmal trösten oder auch trösten lassen. Diese Reaktion, die das Kind hatte, nämlich das gesagt hat, ich ziehe jetzt alles in mir zusammen und muss gucken, dass ich irgendwie eine Verhaltensweise entwickle, damit ich hier überlebe, das nochmal aufgreifen und dem Kind in mir klar machen, dass das jetzt nicht mehr nötig ist, sondern dass ich auf andere, erwachsene, reifere Art und Weise dafür sorgen kann, dass die Dinge, die wesentlich sind, auch stattfinden. Also wir müssen immer auf beiden Ebenen arbeiten, sozusagen ganz akut, was kann ich tun, damit ich mich ein bisschen entlaste von solchen Automatismen, die in mir stattfinden. Wie kann ich mich besser abgrenzen? Wie kann ich mal einen Konflikt riskieren? Wie kann ich mal meine Grenzen überhaupt wahrnehmen? Und wahrnehmen heißt, sie spüren, aber dann auch wahrnehmen. Und dann aber gucken, was in mir hat das bewirkt und wie kann ich das so verarbeiten, dass mein Gehirn versteht, dass früher früher ist und heute heute. Ich könnte vielleicht noch von einer anderen Warte. Ich hatte mal so eine Teilnehmerin, die irgendwo dieses Problem hatte. Und nicht nur hyperperfekt, sondern auch hypersauber und alles, habe ich ihr geraten. Sie soll einfach, wenn sie nach Hause kommt, die Schublade mit der Unterwäsche gleichmäßig über den Teppich werfen und eine Woche nicht sauber machen. Das hat für sie sehr transformierend gewirkt. Ich habe ja auch gesagt, sie soll in jeder Yogastunde ein paar Sachen machen, die falsch sind. Nicht die körperlich gefährlich sind, aber eben das machen, was eigentlich nicht richtig ist. Das ist eine Sache. Gut, eine zweite Sache. In meinen Beratungen versuche ich immer alles spirituell zu utilisieren. Und wenn jemand sagt, ich habe Perfektionismus, da sage ich, toll. Erstens zeigt das, dass du nach Gottverwirklichung strebst, denn nur da gibt es die Vollkommenheit. Und unbewusst oder unbewusst strebst du nach dieser Vollkommenheit. Und zweitens wirst du Zeit deines Lebens demütig bleiben. Denn der Perfektionist wird ja nie seinen Ansprüchen gerecht bleiben. Und kann sagen, sei doch froh, du hast das eine Problem, was viele andere haben, ein dickes Ego. Nicht, weil du immer denkst, ich bin nicht ausreichend gut. Und oft hilft das Menschen einfach zu erkennen, toll, dass ich den Perfektionismus habe. Das einzige Problem im Perfektionismus sind nicht so unterschiedliche Grundlage, sondern wirklich ein dickes Ego. Also jeder Perfektionist denkt über sich, dass er größer sein kann oder muss, als er ist. Also ein bisschen ballflach. Nee? Nee. Ja, das Stichwort Demut ist dabei wunderbar. Weil ich glaube tatsächlich, dass das unsere Aufgabe ist, von dem Hochmut zur Demut zu kommen. Ja. Und der Hochmut ist ja, ich bin gottähnlich und kann mehr als alle anderen bewirken. Wenn alle, bei allen Mitarbeitern sieht man, dass die nach 8 Stunden jetzt dringend Pause brauchen. Man selber kann noch 2 Stunden konzentriert weiterarbeiten. Wenn nichts klappt, wenn man selber es macht, dann und so weiter. Also diesen Hochmut abzulegen, das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Also demütig zu sein, ist ja so ein guter Zustand, so ein aufrechter Zustand, wenn ich anerkennen kann, ich bin Mensch, so wie wir, wie andere auch. Ich kann Fehler machen, ich bin unzulänglich, ich kann mir verzeihen, ich kann
gut mit mir umgehen, wenn ich in der Krise bin. Ich kann diese Ansprüche relativieren. Das ist ein guter Punkt, diese Demut zu lernen. Und das ist oft eine lebenslange Aufgabe. Danke. Da hätte ich aber direkt eine Frage, jetzt, wenn jetzt keiner aus dem Publikum kommt. Haben wir da dann auch eine Kehrseite der Medaille, wenn ich den Hochmut in der Spiritualität mit einfließen lasse? Das heißt, mich über die Dinge stelle, über die Menschen, die nicht spirituell sind in meinem Unternehmen, dass ich sage, ich bin auf meinem Weg, ich gehe meinen spirituellen Weg und du nicht und komme in diesen Hochmut. Haben wir da eine Kehrseite an der Medaille? Frage an alle. Vermutlich gibt es die Gefahr, aber ich glaube, sie ist nicht so häufig. Ich glaube durchaus, spirituelle Menschen haben relativ häufig den Perfektionismusanspruch, dem sie nie gerecht werden. Und wenn sie das jetzt nicht kompensieren durch ein dick äußerlich aufgesetztes Ego, sind, wissen sie, ich werde meinen Ansprüchen nicht gerecht und deshalb bleibe ich eher demütig. Ich möchte dazu sagen, dass eine Spiritualität, die nicht aus der Liebe entwachsen ist, keine Spiritualität ist, sondern die Vorstellung von Spiritualität. Und das ist auch nochmal ein Hinweis auf den Perfektionismus, den erlebe ich eher so, als dass der Perfektionismus aus der Starrheit entsteht, einer Vorstellung, einer zu starken Formbezogenheit. Wir haben ja immer zwei Wege im Leben, etwas entstehen zu lassen. Der eine ist der Königsweg, das ist der schöpferische Weg. Ich fließe in die Form, die mir entspricht oder die meinem Schöpfungsprozess oder meinem Schöpfungstraum entspricht. Und der andere Weg ist, ich nehme mir eine Form, die mir gefällt, die schon andere erschaffen haben und versuche sie nach und nach zu füllen. Hat aber den Haken, dass ich dann unter Erfüllungsdruck zu leiden habe, bis die Form und jede Form, wenn sie erstmal leer ist, möchte gefüllt werden, bis die Form erfüllt ist. Jochen, du hast bei Herz gerade auch nochmal ein mittellautes Ja gesagt. Wobei meine... Es ging aus der Liebe heraus. Das Ja galt dem, dass sobald Menschen... sich wegen ihrer gelebten Spiritualität über andere erheben, dann ist es bigott. In dem Moment ist es das nicht mehr. Insofern, ja, das war das, ja. Also es würde sich von sich selbst aus relativieren? Leider in der Praxis nicht immer. Es gibt leider schon auch viele Beispiele, wo die Spiritualität dann dazu dient, das Ego zu pinseln. Und dann, wie gesagt, in dem Moment ist es ja kaputt. Hier drüben gab es noch eine Frage. Sehr gerne. Ja, mein Name ist Karl. Hallo. Die Frage ist, wenn man die Pflanze der Spiritualität in einem Unternehmen säen möchte und sie nachhaltig zum Wachsen bringen möchte, wie wichtig ist es dann, dass man die Geschäftsleute, die Leitung im Boot hat, den Vorstand? Oder kann man das auch gegen die Geschäftsleitung durchsetzen nachhaltig? Geht die Frage an jemanden Spezielles oder in die Runde? Sicher am klügsten mit der Geschäftsleitung anfangen, wenn es geht. Ansonsten fängt man da an, wo es eben geht. Und wenn eben in einer Abteilung irgendwo eine kreative, positive Energie entsteht, der Krankenstand sinkt, dann merkt das auch die Geschäftsleitung irgendwann. Und so kann, egal wo man ist, es kann eine Auswirkung haben. Gegen die Geschäftsleitung wird es sicher nicht gehen. Natürlich gibt es auch ausreichend großen Unternehmen, gibt es diese Subteile, die können ganz eigenständig sein. Aber wenn es ein mittelständiges gegen die Geschäftsleitung geht, nichts, aber unbemerkt von der Geschäftsleitung. Mich erinnert das an die Frage mit Einführung von betrieblichem Gesundheitsmanagement, weil da auch immer die Frage ist, kann man das sozusagen in einer Abteilung anfangen oder muss man das von ganz oben machen? Der Königsweg, heißt es immer, ist von ganz oben. Ich habe damit auch eine gute Erfahrung tatsächlich, dass wir einen Workshop gemacht haben für den Vorstand von einem großen Konzern.
das hieß Sich und andere führen, und da waren viele solche Themen dann mit enthalten. Es gibt aber auch den anderen Weg, den subversiven oder Torpedoweg oder sowas, wo man dann irgendwo anfängt. Und wichtig ist, dass man irgendwo anfängt, tatsächlich. Und ich habe jetzt gerade jemanden kennengelernt, der bei Bosch das macht. Die machen Achtsamkeitsmeditationen mit ihren 3000 Mitarbeitern von dieser Abteilung. Bosch AE ist das. Und die sagt, ja gut, da kriegen wir den Vorstand noch nicht dazu, aber das gewinnt an Fahrt. Und ja, also es ist beides möglich. Ich bin Keshava. Ich wollte vielleicht noch was anmerken mit dem Perfektionismus. Würde ich sagen, ich darf unperfekt sein. Das ist ein guter Ansatz, finde ich, zum einen. Zum anderen gibt es die Vorstellung, wenn man schon vollkommen ist, gibt es keinen Grund, perfekt zu werden. Ich wollte es einfach mal so anmerken. Und dann sprechen wir jetzt gerade, das ist jetzt praktisch eine Frage an euch alle. Wir sprechen von Unternehmen, aber der Unternehmer, der macht ja auch etwas, was er übernimmt. Und so wäre die Frage jetzt, was übernehmt ihr im Unternehmen? Ich würde dann eher das aufgreifen, was der Uwe heute Morgen gesagt hat, wir übergeben. Das ist besser als wir zu unternehmen, wir übergeben. Ich denke auch, dass der wichtige Prozess ist, vom Nehmen ins Geben sich zu wandeln, hineinzuwandeln. Und das Übernehmen ist aber ist klar, wenn man jetzt so ein Unternehmen gegründet hat, dann, also in meinem Fall, das ist ja dann wie der eigene Organismus. Ich übernehme wahrscheinlich die meiste Zeit auch unbewusst ständig irgendwelche Kräfte, kompensiere sie oder habe sie in mir zu tragen, spüre sie in mir, mal bewusst, mal weniger bewusst, und habe natürlich auch das Gefühl, in mir da immer wieder eine Lösung oder eine Erlösung, eine Entspannung zu finden, wenn diese Kräfte zu wild in mir kursieren oder kreisen. Also ich übernehme natürlich die Verantwortung, die trage ich voll und ganz. Und die trage ich am liebsten aus meinem Herzen heraus und aus meiner Liebe zu dem Unternehmen, was nicht immer funktioniert, was nicht immer einfach ist, aber am liebsten zu den Mitarbeitern, dass ich offenherzig bin und lieb, so es mir gelingt. Keshav, möchtest du nochmal nachhaken oder ist die Frage ja, für dich soweit? Ich wollte auch noch was dazu sagen. Oder du auch? Ich selber bin ja keine Geschäftsführerin, sondern ich übernehme aktive Aufgaben, was zum Beispiel die Produktentwicklung angeht. Und bei uns ist es so wie in unserer T-Reihe, wir haben dann immer so, weiß ich, jedes Jahr kommt eine neue T-Reihe raus. Und dann mache ich mir Gedanken, zum Beispiel zu einer Chakra-T-Reihe oder einer Elemente-T-Reihe und was. Ja, wie sind da die Rezepte, aber auch wie wollen wir das visuell darstellen oder was ist die Botschaft oder was gibt es zu diesem Wissen der Elemente? Und ja, das ist so meine Verantwortung. Also ich nehme Verantwortung für diesen Teil in der Firma und vielleicht ja auch, dass es dann irgendwann den Endverbrauchern gefällt. Uwe hat es so schön gesagt, wie ich es nicht sagen könnte. Und mir fällt aber noch das Wort Orientierung ein, was eine Aufgabe ist in einem Unternehmen, eine Richtung oder eine Orientierung zu geben. Das kommt sicher nicht alles aus mir, oder, sondern in Zusammenarbeit mit den anderen, aber es ist ja nicht von ungefähr, warum es Gebilde gibt, wo Menschen zusammenarbeiten, und in dieser Zusammenarbeit muss es irgendwie eine Richtung sich herausschälen und einer muss das auch dann in die Hand nehmen.
Ich glaube aber mit Verantwortung ist das Beste, ist es am besten umschrieben. Dankeschön. Herr Chatibrier, ich habe mal eine Frage, wie ihr mit Mitarbeitern umgeht, die vielleicht nicht so die Leistung bringen. Ich bin ja Mitarbeiter hier bei so Yoga Vidya und wir haben öfters mal so Devakas, die Prozesse kommen, heißt das dann. Ja, die dann vielleicht bis 60-70% der Leistung bringen, viel krank werden, ausfallen, andere Mitarbeiter, Sivakas, müssen dann ihre Leistung mittragen. Ich kann mich erinnern, ich bin ja auch aus dem Unternehmen und bei uns war das generell so, dass dann Gespräche mit denen geführt wurden und dann ins Herz gelegt wurde, ja, du kannst langsam das Unternehmen verlassen, wir brauchen dich nicht mehr, du kannst die Leistung nicht bringen. Wie wird das bei euch gehandhabt? Also, dann fange ich jetzt mal an. Uns gibt es ja erst 10 Jahre und es ist tatsächlich so, dass noch alle da sind. Und 2 sind von alleine gegangen, weil sie neue Herausforderungen suchten. Aber das ist eine schwierige Frage und sogar Dave hat es ja heute auch mal gesagt, das ist wahrscheinlich das Schwierigste als Geschäftsführer, wenn man jemanden gehen lassen muss. Und hoffentlich passiert das alles auf einer bewussteren Ebene. Ne? Also, wie machst du das? Typischerweise, wir geben ja Menschen Raum, wir versuchen freundlich zu sein, wir sprechen, wir schauen, ob ein anderes Team möglich ist. Und also wir versuchen dort mitfühlend zu gehen. Wir haben noch nie jemandem die Sevaka-Mitgliedschaft gekündigt, weil er nicht genügend gemacht hat. Aber natürlich. Irgendwo erwarten Gäste auch, dass ihr Zimmer sauber ist und das Essen gekocht ist. Und wenn 3 Leute gleichzeitig in Prozesse kommen und dann die verbliebenen 7 im Team 50% mehr machen müssen, da hakt das dann im Team. Aber es ist immer eine Herausforderung. Aber wir sind dort recht. Ich hoffe, wir sind recht tolerant diesbezüglich. Ich fand es ganz schön, was Jochen vorhin gesagt hat, so würde ich es auch so ein Stück weit handhaben. Letztlich ist eine Krankheit oder Krankheiten dann natürlich auch immer, ob seelisch oder körperlich, ein Ansatz zu schauen, was gilt es vielleicht auch zu verändern, um jemanden vielleicht freizulassen und zu schauen, wo geht mein Weg vielleicht auch hin, also was vielleicht erstmal ein Team zu ändern, die Arbeitsbedingungen vielleicht zu verändern, also erstmal Veränderungsprozesse anzuregen und jemanden hat dann irgendwann vielleicht auch gehen zu lassen. Das hat ja manchmal nichts Schlechtes, sondern einfach der spirituelle Weg, der Weg führt dann vielleicht woanders hin. Also vielleicht passen dann einfach auch die Dinge einfach nicht mehr zusammen. Und so würde ich es letztlich handhaben. Also das kann einfach auch immer sein. Und ich fand es sehr schön. Und es ist auch etwas, was in uns erkrankt ist, ein Signal, dass es Dinge gibt zu verändern. Und egal auf welcher Ebene. Und dann, auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht so erscheint, als ob das vielleicht der gute Weg ist und es sich schwer anfühlt und vielleicht auch noch gar nicht zu sehen ist, ob es der richtige ist, dann wirklich dann, dass Zeit ist für Veränderungen, egal wo es hingeht. Ja. Und so handhaben wir das auch. Wir ringen darum, wenn das so ist. Aber wir haben auch die Anforderung, dass wenn jemand eine Aufgabe hat, dann muss er die auch ausfüllen. Wenn er das nicht tut oder nicht zuverlässig kann oder sowas, dann natürlich versuchen wir zu sprechen. Hat er die richtige Unterstützung, hat er die nötige Ausbildung, hat er die Ressourcen, das zu machen? Gibt es einen anderen Platz im Unternehmen, wo das vielleicht besser funktionieren würde? Ja. Und dann gibt es aber natürlich auch die Grenzen. Und Grenzen gehören zu unserem Leben auch dazu. Und es wird mir vermutlich nicht gelingen, keine Grenzen zu setzen im Unternehmen. Ich habe es schwer damit. Am liebsten würde ich ohne Grenzen arbeiten. Das ist mein persönlicher Lernprozess, dass ich mich mit Grenzen anfreunden muss, auch welche, die ich setze. Aber das ist, manchmal ist es nötig und so wie du gesagt hast, ist es nicht unbedingt das Falsche. Wir haben bei uns im Haus sehr viele Sevakas, die sehr spirituell sind und dann weiß ich nicht, wie macht ihr es, wenn ihr spirituelle Menschen habt, die
vielleicht gut sind, das Unternehmen gut tragen könnten, aber ihre Leistung nicht bringen. Was ist dann? Wollen zu lange meditieren. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn zu uns schon sogenannte spirituelle Menschen kamen, die sich selbst spirituell hielten, dass die oft gescheitert sind. Aber es lag daran, dass es die Vorstellung der Spiritualität war und die kollidierte dann mit dem Alltagsgeschehen. Das hat dann immer geknirscht oder es gab dann immer Sand im Getriebe und dann funktioniert das nicht. Dann musste man sich halt wieder voneinander lösen. Das war unsere Erfahrung. Die viel schönere Erfahrung und die reichhaltigere für mich ist, dass sogenannte Nicht-Spirituelle, es ist ja auch so eine Klassifizierung, die ich eigentlich gar nicht mag, also dass einfach Menschen zu uns kommen, die ihre Arbeit aufnehmen, ihre Tätigkeit aufnehmen und dann irgendwann mal etwas aus sich entwickeln. So. Und das geschieht in den meisten Fällen bei uns und das ist das Schöne, der schönere Weg für mich. Dem wohnt immer so ein kleines Wunder und ein kleiner Zauber inne. Und ich sehe auch einfach, wie die innere Kraft und das innere Leuchten in denen dann einfach so erwächst aus sich heraus. Und da funktioniert das ja meistens auch am besten. Ich eile. Dankeschön. Hallo. Dankeschön. Ich bin auch neu in diesem Haus und muss gerade lernen, mit diesem Mikrofon richtig umzugehen und meine Stimme einzustellen darauf. Also auch seit einem Monat in diesem Haus. Komisches Gefühl. Es gibt ja tatsächlich sehr viele spirituelle Menschen und ich mag auch Wortspiele und es gibt nicht nur spirituelle, sondern auch Spirit-Hüllen und Menschen, die sich mit Spirit verhüllen und umhüllen und vielleicht sind es diese Menschen, die hier in Prozesse gehen und kommen und deshalb nicht mehr Leistung bringen können. Ich habe gestern Abend schöne Worte gehört von Herrn Jochen von Wagner. Entschuldigung, meine Stimme, ich bin verdammt nervös gerade. Ich bin auch in einem Prozess, deshalb bin ich hierher gekommen. Und danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Und Menschen ihre Prozesse durchmachen zu lassen, das ist der Raum, den wir hier geben. Und wenn Menschen die Leistung hier nicht mehr bringen können, liegt es daran wahrscheinlich, dass sie in diesen Prozessen hier sind, warum sie hier sind, wofür sie hier sind und das versuchen sie hier rauszufinden. Ich auch. Dankeschön. Danke dir. Gibt es noch Fragen im Publikum? Hier vorne. Also bei mir klingt wirklich von heute Morgen dieses Thema von dem Uwe Hart Sisyphus noch nach. Und insofern unterstütze ich nur das System mit meinem Tun. Also ich bin zuständig für das Gesundheitsmanagement in einer Bank. Oder habe ich eine reale Chance, da auch wirklich was zu verändern? Also die Frage stelle ich mir schon länger. Unterstütze ich jetzt wirklich nur dieses System oder kann ich da wirklich was bewirken? Und deswegen der Vortrag heute Morgen, der hat bei mir wirklich eingeschlagen und wirkt auch noch nach. Das wäre so die Frage, gibt es wirklich eine reale Chance? Und wenn ja, vielleicht einfach nochmal so zum Abschluss ein paar Tipps, auf was sollte ich dann in meinem Tun achten, um nicht einfach nur dafür zu sorgen, dass noch mehr aus den Menschen rausgepresst wird. Du kannst ja nicht mehr sein, als du bist. Und du kannst nur das tun und das aussprechen und das denken und das fühlen, was du bist. Und welche Wirkung du dadurch entfesselst, das liegt dann nicht mehr in deiner Hand. Was natürlich dann entstehen könnte, ist, dass du fürchtest, dass ein Echo auf dich zurückkommt und dich dann deine Existenzangst erwischt, dass du möglicherweise deine Stelle verlierst oder ausgemobbt wirst oder dass das dann nicht so geduldet wird, wenn du das so aussprichst.
Ich kenne Existenzangst. Das kommt immer mal wieder in Wellen. Das ist normal beim Unternehmen. Das kann immer mal wieder auftreten. Und neulich kam mal wieder so eine Welle und dann saß ich da und in mir kam plötzlich das Wort Schöpferkraft. Und ich merkte plötzlich, dass ich in der Existenzangst in eine Trennungsfalle geraten war. Ich war plötzlich klein, als ob ich ein Bittsteller, ein Knecht Gottes wäre. So kam ich mir vor und jetzt um was bitten müsste. Und es kam in mir dieses Wort Schöpferkraft. Ich bin ja das Schöpferwesen. Und ich gehe wieder in diese Kraft und träume meinen Traum wieder weiter. Und so kann ich dieses Gefühl, diese Angst überwinden. Und das ist dann auch die Kraft, die dir den Mut gibt, möglicherweise den Sprung in eine Wandlung oder in eine erhöhte Eigenständigkeit zu wagen, so sie erforderlich sein sollte. Mehr kannst du ja nicht tun, als das zu sein, was du bist. Möchtest du nochmal nachfragen oder ist sie für dich beantwortet? Das ist für mich stimmig. Super. Dankeschön. Mein Name ist Andrea. Ich habe mal so eine grundsätzliche Frage. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendjemanden das Nerv treffe. Fällt Spiritualität auf einfachem Boden, birgt das nicht auch Gefahr? Geht die Frage an alle? Ja, dann? Ich habe es gar nicht genau verstanden. Wenn Spiritualität auf einfachem Boden fällt und da irgendwo ein Nerv erwischt, birgt das nicht dann auch Gefahr, dass das so Egoismus fördert oder fordert oder diejenigen dann, ich bin richtig, wie ich bin, also gehe ich weiter Hartz IV beantragen oder so in der Richtung? Also kann das nicht auch eine Gefahr sein, wo man vielleicht so ein bisschen drauf achten sollte? Ja. Ich sehe manchmal Menschen, die meinen, sie können eine spirituelle Abkürzung nehmen in ihrem Leben. Wir nennen das nasse Esoteriker, die sich nicht mit ihren Dämonen, wie du es heute Morgen genannt hast, auseinandersetzen wollen. Und die Dinge vermeiden wollen, die den einfachen Weg gehen wollen und sich heilig sprechen, ja, das gibt es. Ja. Und ich denke mal, Spiritualität kann natürlich missbraucht werden. Ja. So, ich hoffe, ich habe euch Stichworte gegeben. Vermutlich kann es auch missbraucht werden, aber die Gefahren sind nicht so groß. Fahren, im Bett zu liegen und am nächsten Tag mit Hexenschuss aufzuwachen oder steifen Nacken, meine ich, sind erheblich größer. Also ich erlebe es jetzt nicht, dass ich jetzt viel von Menschen erfahre, die über Spiritualität in große Probleme gekommen sind. Aber deine Frage wahrscheinlich auch nochmal, um das auszunutzen, das Ego aufzupuschen und so, sich über die Dinge zu stellen. Aber ich glaube, das hat mir vorhin schon so ein Stück weit, wo es darum ging, nee, war es nicht. Wir können auch gerne nochmal, möchtest du nochmal nachfragen? Dass Spiritualität ja vielleicht dann nicht mehr das ist oder nicht mehr als Spiritualität angesehen wird, wenn es sich seine Wege bahnt, wo sie... Ja, Unruhe stiftet. Nicht jetzt, um Ego aufzupolieren, sondern tatsächlich, ich glaube, Jochen hat mir die Frage schon so halbwegs beantwortet, sondern tatsächlich einen Weg zu finden, um sich in seinem Dasein weiter zu suhlen. So würde ich es jetzt ausdrücken wollen. Da knüpfe ich an
oder da kommt mir, da assoziiere ich dazu immer den Begriff, was ist Wahrheit? Da kann man ja darüber diskutieren, auch viel diskutieren und jeder unterschiedliche Auffassungen dazu äußern. Für mich ist da die Essenz, was ist Wahrheit, immer auch wieder im Herzen zu suchen. Es gibt nur einen einzigen Währungsmaßstab in der ganzen Schöpfung. Und das ist die Liebe, die nicht rechnet und nicht bewertet. Und daran kann ich alles messen, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Und daran müssen wir uns auch alle messen lassen, in unserem täglichen Leben, in unserem Gebaren und Verhalten und Umgang mit unseren Nächsten und anderen Menschen, in unseren Beziehungen, im Beruf. Mehr kann ich nicht tun, als mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich ein Liebewesen Gottes bin. Und ich kann es aber nur an mich, ich kann diese Erinnerung immer nur an mich stellen und dann mit Kinderaugen in die Welt schauen. Du nickst für dich. Ja. Dankeschön. Genau, eine letzte Frage. Hier vorne. Dankeschön. Ja, hallo, Mirabai. Ja, ich habe keine Frage. Ich hätte gerne auf die Frage halt auch gerne noch was gesagt. Ich bin jetzt auch gerade ziemlich aufgeregt. ja, also ich bin jetzt seit 11 Jahren hier mit dem Haus Yoga Vidya verbunden und habe auch schon so manche Menschen kommen sehen oder ja, hier kennengelernt. Oder auch bei mir selber festgestellt, dass ich vor 11 Jahren ja, mal ganz anders begonnen habe, meine Spiritualität offen zu leben und auch noch viel verhaltener zu leben, eben aufgrund meines Umfeldes und meiner Stellung, die ich so in der Wirtschaft hatte und so weiter. Ja, und ich denke, es ist erstmal auch schwierig, dort erstmal so seinen Boden überhaupt zu finden, egal wie einfach oder nicht einfach er ist, und es braucht auch Zeit, um zu reifen bei jedem, und ich habe da einfach ein ganz großes Vertrauen, wenn man Menschen lässt, ohne auch da wirklich so sehr in die Bewertung zu gehen, so wie es auch hier vorne schon gesagt wurde, ja, dass sich das dann alles zu etwas Gutem entwickelt, früher oder später, und manchmal weiß man es einfach erstmal noch nicht besser, und das kommt aber. Ja, danke. Dank dir. Vielleicht, wenn ich das mal kurz aufgreife. Wir haben alle so Vorstellungen, wie Menschen sich zu entwickeln haben und wie der spirituelle Weg zu sein hat und was eine angemessene gesellschaftliche Lebensweise ist. Woher wissen wir, was im Karma des Menschen drin ist? Und wenn ein Mensch mal eine Weile von Hartz IV lebt, wird das vielleicht angemessen sein. Und wenn ein Mensch dann neue Inspiration für was anderes bekommt, wird es auch angemessen sein. Und wenn ein Mensch mal in seine hochspirituelle Hochmutsphase kommt, ist er halt mal in der spirituellen Hochmutsphase. Das Karma und das Schicksal wird schon dafür sorgen, dass der Mensch die Lektionen lernen wird. Und dann ist oft klüger, demütig dabei zu sein und zu schauen und zu wissen, man selbst hat ja auch schon ausreichend Dinge gemacht, wo man nachher liebevoll lächeln kann drüber. Dann würde ich ganz zum Schluss ein paar Worte aufgreifen, einfach nur die Worte mit in den Raum werfen, die häufig heute gefallen sind, dass auf jeden Fall Demut und Hingabe, das ist Liebe, das Herz, das ist Raum für Spiritualität und die Disziplin. Was glaube ich gar nicht so einfach ist, das komplett zusammenzufassen. Es sind 4, 5 Meinungen, ein Podium, was auf jeden Fall auch seine eigene Meinung dazu hat, um es abzuschließen. Und ich einfach sagen, dass wir alle gemeinsam die Augen schließen. Und eins hat Uwe gerade noch gesagt, du bist, wer du bist. Und dann wird es fließen. Setz dich einmal gerne aufrecht hin, schließ die Augen.
Dann lass es für dich einfach nochmal wirken, die Dinge, die gesagt wurden, die nachgefragt wurden, die diskutiert wurden. Namaste.